Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich das Lido am Kalterer See in eine Konzertarena. Mit Seebühne und einem attraktiven Konzertprogramm darauf. Den Anfang macht heuer Herbert Pixner mit seiner Band. Ja, ein tolles Wetter, was wir heute haben. Sensationell, besser geht's nicht. Und zum Zweiten natürlich, auf der Seebühne spielen andere Kaliber. Und dass wir da auch dabei sein dürfen und heute für ausverkauften Haus, kann man jetzt nicht sagen, aber ausverkauften Lieder spielen zu dürfen, ist natürlich schon eine Ehre. Zusammen mit Heidi Pixner an der Tiroler Volksharfe, Werner Unterlechner am Kontrabass und dem Ausnahmegitarristen Manuel Randi aus Bozen zaubert Pixner in einer leicht jazzigen Art und mit brillanter Technik eine Mischung aus alpenländischer Musik, Flamenco, Rock und Blues auf die Bühne. Nach 16 Jahren haben sich die Kalterer Seespiele zu einem Großereignis gemausert. Und das auch dank tatkräftiger Unterstützung vieler Kalterer. Wir haben eigene Leute, die eigens für die Seespiele angeheuert werden, sei es beim Aufstellen, sei es die Feuerwehr, sei es Weiße Kreuz, sei es auch der Pächter. Die ganzen Leute rundum, die stehen hinter der Sache, die stehen hinter den Seespiele, die Gemeindeverwaltung, der Tourismusverein. Und da macht es auch Spaß. Und ich glaube, alle, die mehr Leute kommen auch wegen der Seespiele. Und früher ganz, ganz besonders haben sehr viele aus Deutschland gebucht. Deswegen, weil wir zwei Interpreten haben, einmal in Mark Foster und in Lena. Und was uns ganz, ganz gefreut hat, uns Südtiroler, Herbert Pixner. Er war einfach ein toller Auftritt. Wir geben halt Malz und hauen ihm allem voll rein. Und von dem her ist natürlich daheim ist Heimvorteil und da sind wir halt schon gespannt, wie das Publikum daheim nachher wieder ist. Und jetzt haben wir ein neues Programm. Das, was wir jetzt quasi fast zum ersten Mal da spielen. Und es ist von dem her eigentlich kein Unterschied. Gestern Abend, kurz vor 18 Uhr, Soundcheck des deutschen Musikers Mark Forster auf der Seebühne. Das vorwiegend junge Publikum stürmt förmlich das Konzertgelände, um den besten Platz vor der Bühne zu ergattern. So, das ist der Ruben alias Mark Forster. Du gleichst im Vollen, kommt man für. Fällt leider die Brille, oder? Ja, die halt verhalten wir noch. Was ist dein Lieblingssong von ihm? Fleisch mich. Warum? Weil ich ihn einfach cool finde. Er ist ein cooler Typ. Schau gut aus und singt gut. Ja. Oder die Texte. Was ist es? Pferd. Ich habe schon oft ein Radio gehört und ich denke mir, das ist ganz eine coole Sache da. Ein kalterer See. Wird sicher cool werden. Mitsingen? Bei welchem Song? Au revoir. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir gefällt er ganz gut. Ja, ja, berg, dass mal da etwas los ist. Rund 3000 Besucher werden erwartet. Bereits am Eingang haben die Herren des Sicherheitsdienstes alle Hände voll zu tun. Ja, da sind ganz ruhige Leute, da kann nicht viel passieren. Wahrscheinlich nicht einmal, dass einer rein trinkt. Hauptsächlich ist beim Bühneneingang, bei den Bühne vorne, dass ein Gedränge entstehen kann. Das ist das einzige Problem. Aber schon weiter, es wird nicht zu viel fallen. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn bereiten sich die Bühnencrew, die Band und auch Mark Forster auf das bevorstehende Konzert vor. Den See haben sie bereits erkundet. Wie könnte man sich fast eventuell auch vorstellen, Urlaub zu machen? Und ein bisschen haben wir das auch gemacht. Wir hatten gestern einen freien Tag, einen Off-Day, und haben den auch voll genutzt mit ganz vielen Aktivitäten. Wir waren mit der ganzen Band zusammen paddeln. Also ein Boot Band, ein Boot Bläser und ein Boot Crew. Bläser waren zu dritt, Band war zu viert und Crew waren zu sechs. Das heißt, die haben gewonnen. Flash mich. Mark Forsters zweite Hitsingle landete 2014 gleich auf Platz 2 der deutschen Singlecharts. Der deutsche Rapper Sido führte Forster nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz an die Spitze der Hitlisten. Während der heurigen Fußball-Europameisterschaft war Forster auch in Frankreich unterwegs, unter anderem mit dem EM-Song der deutschen Nationalmannschaft. Freizeit hat er im Moment so gut wie keine. Und wenn, dann sucht er sich was ganz Ruhiges. Im Augenblick, wenn ich mal wirklich frei habe, dann genieße ich das auch wirklich mal gar nichts zu machen. Ich bin, mein Job hat ganz viel mit Lautstärke und Event und allem Möglichen zu tun. Und ich mache gerne so Sachen wie spazieren gehen, ne? Oder irgendwie ein Buch lesen. Also so ruhige Sachen. Ich weiß, wir machen es so bleiben! Die
Bist du Begleitung oder Fan? Ich bin Fan, absoluter Fan. Und wie ist bis jetzt? Super, super Stimmung. Toll, ja. Und wer bist du? Der Max Lauren. Max, wie gefällt's dir denn? Ja, voll. Was gefällt am besten? Alles. Seine Inspiration sind die vielen unterschiedlichen Alltagssituationen, die Mark Forster in seinen Liedern schildert. Auch die Ängste und Sorgen aufgrund der aktuellen Terrorbedrohung nicht nur in Deutschland beschäftigen den Künstler. Ich glaube, das berührt ja jeden. Ne? Das lässt uns ja alle nicht unberührt, was in der Welt passiert. Ich habe mir vorgenommen, noch mehr positive, wenn man so esoterisch sein möchte, Energie in die Welt rauszublasen, noch mehr Liebe rauszublasen, als ich sowieso schon probiere, einfach um dadurch meinen Beitrag zu leisten. Doch Mark Heiter, es gibt nichts, was mich hier vergesst. Au revoir, auf Wiedersehen, heißt es dann nach rund 1,5 Stunden seiner größten Songs und einigen Auszügen aus dem neuen Album Tape. Doch die Kalterer Seespiele sind damit noch nicht zu Ende. Am 2. August ist die deutsche Sängerin Lena zu Gast. Vor allem, was mir auch begeistert sein, Kaltern hat sich auch der Musikszene gewidmet. Und wir machen im Herbst dann Kaltern-Pop mit tollen Künstlern und mit unserem Stargast Hubert van Geusern Mitte im 15. Oktober in Kaltern. Und ich glaube, selber wird noch ein Abschluss werden unserer Musikveranstaltung in Kaltern. Kaltern! Das war wunderschön!